Ein Batterietsunami rollt jetzt gerade auf Deutschland zu. Und mit ihm wird unsere Energieversorgung wahrscheinlich schon sehr bald sauberer, flexibler und billiger sein, als sich die meisten Menschen heute vorstellen können. Und nach all meinen Recherchen hierzu glaube ich persönlich, dass diese Entwicklung jetzt schon nicht mehr aufzuhalten ist. Und damit willkommen zurück zu eurem Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen. Schön, dass ihr wieder da seid. Dieses Video beruht zu weiten Teilen auf dieser Kolumne von Christian Stöcker, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier kommt euer zweiter Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Schaut ihr mal diese Grafik an. Die Anzahl der Heimspeicher hat sich die letzten 4 Jahre mehr als verzehnfacht. Sowohl in Kapazität als auch in Leistung machen Heimspeicher momentan den allergrößten Anteil aus, weit vor Gewerbe- oder Großspeichern. Aber jetzt wird's richtig crazy. Der Begriff Batterietsunami kommt übrigens vom Chefstrategen von Amprion. Was er damit meint, sind die Anträge für Großspeicher, die gerade bei Amprion und den 3 anderen deutschen Übertragungsnetzbetreibern eingehen. Ihr erinnert euch an diese Grafik? Von der gesamten Batterieleistung im Netz kommen gerade mal so viel aus Großspeichern. Und willst du wissen, wie viele Anschlussbegehren für Großspeicher gerade bei Amprion und Co. vorliegen? So viele. Das heißt, beantragt sind gerade einfach 100-mal so viel, wie momentan angeschlossen sind. Jetzt wird natürlich nicht aus jedem Anschlussbegehren auch wirklich ein Speicher. Aber um mal ein Gefühl für diese Größenordnung zu bekommen, gehen wir mal optimistisch davon aus, dass die Hälfte davon wirklich ans Netz geht. Beim aktuellen Stand der Technik wäre das eine Speicherkapazität von 240 Gigawattstunden und damit der Tagesverbrauch von mehr als der Hälfte der deutschen Bevölkerung in Akkus. Übrigens, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat einen Netzentwicklungsplan Strom. Und darin planen sie mit etwa 50 Gigawatt Leistung aus Großspeichern für das Jahr 2045. Das 3- bis 4-fache von diesen Plänen für 2045 ist Stand November 24 beantragt. Was heißt das alles jetzt für uns Normalos, die noch kein Netzanschlussbegehren für den Großspeicher gestellt haben? Habt ihr wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Erstens, Abregelungen von Windrädern und PV-Parks wird viel seltener nötig sein, denn das können wir ja speichern. Zweitens, die Zeitinseln der Dunkelflauten werden immer kleiner. Drittens, dadurch werden diese relativ teuren Gaskraftwerke überflüssig. Und viertens, unser Strommix wird grüner und die Luft in unseren Lungen sauberer. Und damit wird alles, was wir jetzt schon auf Strom umgestellt haben, noch günstiger und auch noch besser in seiner Umweltbilanz. Ah, und eine Sache noch, ihr erinnert euch vielleicht an die beantragte Leistung für Großspeicher? Das war ja Stand November letzten Jahres. Seitdem ist das noch gewachsen. Seid nur bitte ehrlich und schreibt mir in die Kommentare, ob euch diese Entwicklung so bewusst war. Und ob euch das auch so optimistisch stimmt wie mich. Für mich war es überraschend, wie krass dieser Bereich wächst. Und ich finde, das sollten gerade die Leute wissen, die sagen, aber nachts scheint keine Sonne oder was, wenn der Wind nicht bläst. Was übrigens die benötigten Rohstoffe für die ganzen Akkus angeht, dazu machen wir demnächst ein gesondertes Video, denn da passen die öffentliche Wahrnehmung und die Realität auch nicht so ganz zusammen. Im nächsten Video geht es aber um die ersten Windräder im Megawatt-Bereich aus Holz. Und hier findet ihr ein Video, in dem wir eine Fabrik in Ungerhausen besucht haben, die die eigene Energiewende praktisch durchgespielt hat. In einer Zeit, in der es leicht ist, den Optimismus zu verlieren, sind das die Geschichten, die mir richtig Lust machen, Teil von dieser Veränderung zu sein. Tschüssi!